Simplicissimus, rein da. Hier, auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern, tief unter der Erde, geschützt von dicken Betonschichten, befindet sich die Urananreicherungsanlage Natans. Ach so. Das Herzstück der Anlage sind diese hintereinander geschalteten Gaszentrifugen. Sie sind durch Rohre miteinander verbunden. Gasförmiges Uran wird in verschiedenen Stufen durch das System gejagt. Ich will gasförmigen Urin durch mein System jagen, Entschuldigung. Und mit hoher Umdrehung geschleudert, wodurch schwerere Atome schrittweise an die Außenwand gedrückt werden. In der Mitte konzentrieren sich dann die leichteren Atome. Das ist die Anreicherung. Wenn dieses angereicherte Uran später im Kern gespalten wird, werden enorme Mengen Energie freigesetzt. Dankeschön, Bruder. Die Grundlage für Atomkraftwerke. Okay. Oder die mächtigste Waffe, die die Menschheit je entwickelt. Geh sofort ran. Mike. Aha. Ich hab dir doch ein Memo geschickt. Du hast es nicht gehört. Ich hab dir 3 Stück geschickt. 3 Stücke. Ja, ich hab sie gehört. Ich hab dich bloß ignoriert. Was denn? Wieso? Ich muss noch bis halb meine Videos, Cookie. Entwickelt hat. Aber seit einiger Zeit stockt es mit der Anreicherung. In den vergangenen Wochen mussten gleich mehrfach Zentrifugen ausgetauscht werden. Ab und an ist das nötig. Aber diesen hohen Verschleiß können sich die iranischen Wissenschaftler nicht erklären. Gerade weil auf den Kontrollbildschirmen und Aufzeichnungen nichts Auffälliges passiert. Die Atomforscher und Nukleartechniker stehen vor einem Rätsel. Könnte es... Ciao, 20 Uhr bin ich schon zu besoffen. Was ist denn jetzt los? ...es sein, dass ihre Systeme irgendwie manipuliert werden? Nein, woher? Wer würde denn den Iran hacken? Die haben doch keine Feinde, oder? Nein. Die Anlage ist hermetisch vom Internet abgeriegelt und auch physisch völlig von der Außenwelt abgeschottet. Es ist für externe Angreifer unmöglich, hier reinzukommen. Oder vielleicht doch nicht? Boah, Digga, crazy Content. Heftig. Oh ja, das schraubt. Crazy Intro, crazy Soundtrack, crazy, crazy. Geil, 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 geil. Viele Infos in diesem Video stammen aus dem empfehlenswerten Buch Countdown to Zero Day. Link ist in der Beschreibung. Sergei Ulassen und Oleg Kubrev arbeiten für eine kleine Computersicherheitsfirma in Minsk, Belarus. Sie sind gerade dabei, die Rechner eines iranischen Kunden aus der Ferne zu reparieren. Doch die PCs machen Probleme. Sie stürzen immer wieder ab und starten neu. Sie wühlen sich durch die Rechner und suchen nach der Ursache. Und nach einiger Zeit werden sie fündig. Das ist doch dieser Wurm. Ajo. Sie entdecken eine Schadsoftware. Aber nicht irgendein 0815-Virus. Dieses Ding wirkt ungewöhnlich hoch entwickelt. Sowas haben die beiden noch nie gesehen. Die Software nutzt offenbar einen Zero-Day-Exploit aus. So nennt man bisher unentdeckte Schwachstellen in Betriebssystemen und Programmen. Ein Zero-Day-Exploit ist wahnsinnig mächtig, weil man die jeweilige Schwachstelle, solange man unentdeckt bleibt und der Entwickler sie nicht durch Zufall findet, im Prinzip bis auf unbestimmte Zeit nutzen kann. Und je krasser die Schwachstelle, desto mehr Systeme kann man hacken oder infizieren. Och nö. Kurz, Zero-Days sind die Königsklasse. Ulassen und Kubreev sind sprachlos und auch etwas verängstigt. Das war definitiv nicht die Arbeit von Amateuren. Immer wenn ich Revinzeit sehe, kriege ich Lust, Spülmittel zu trinken. Bruder, mach. Mach, Bruder. Dich hält keiner auf. Das hier riecht nach den Besten der Besten. Bei der Software handelt es sich um einen komplexen Computerwurm, der sich selbst reproduziert und es offenbar schafft, unbemerkt selbst in extrem gut gesicherte Windows-Computer einzudringen. Crazy. Die beiden schreiben eine Mail an Microsoft und berichten dem Konzern von ihrem besorgniserregenden Fund. Doch seltsamerweise erhalten sie keine Antwort. Also gehen sie wenig später an die Öffentlichkeit. Am 12. Juli 2010 veröffentlicht Ulassen auf der Unternehmenswebsite und in einem englischen Online-Security-Forum diese Nachricht. Er stellt seine Erkenntnisse über Rootkit TM-Fider vor und warnt eindringlich. Die aktuelle Malware sollte in die Kategorie sehr gefährlich eingeordnet werden, da sie in diesem Moment das Risiko einer Virusepidemie darstellt. So wie Corona? Aber gab's ja nicht, oder? Doch die Warnung kommt zu spät. Der Wurm hat sich bereits ausgebreitet.
Er hat sich auf mehr als 100.000 Rechnern in mehr als 100 Ländern eingenistet. Okay. Nicht in Deutschland. Doch. Darunter in Indonesien. Och nee, auch in Deutschland. Nicht in der Schweiz mal wieder. Hier in der Schweiz wieder sicher oder wie oder was, ne? Indien, Aserbaidschan, Pakistan, Malaysia und den USA. Aber vor allem im Iran. Mhm. Wieder streamen wir heute so super gut. Ich bin ein guter Lehrer. Dankeschön. Die Nachricht über den mächtigen Computerwurm verbreitet sich rasend schnell. Ein Raunen geht durch die Tech-Welt und die Software erhält ihren berüchtigten Namen. Aus den im Chartcode gefundenen... Ich hab den Wurm jetzt mit den Namen für eine ziemlich innige Beziehung mit ihm. Ey. Dateinamen .stub und mrxnet.sys bildet sich ein Alias. Stuxnet. 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 Microsoft kündigt einen Patch an. Die Mail von Ulassen sei untergegangen. Experten auf der ganzen Welt können sich Stuxnet einfach nicht erklären. Crazy. Sie schauen sich die Malware im Detail an und brauchen Monate, um sie zu verstehen. Der Wurm kommt von denen da oben, so ist es. Stehen. So ist es, und Chat. Stück für Stück wird klar, in Stuxnet ist nicht ein Zero-Day verbaut, sondern vier. Boah. Die Hauptdatei von Stuxnet ist für einen Computerwurm vergleichsweise groß. 600 Kilobyte. Der Wurm Configer, der Ende der 2000er aktiv war und schätzungsweise... Configer? Der Concrafter-Ficker? Der hat Concrafter gefickt, der Configer? Oder der Typ, der auf Convention Sex hat, ist der Configer? Millionen Rechner infiziert hat, belief sich auf nur 35 Kilobyte. Ja. Aber warum infiziert der Wurm überhaupt Systeme? Was macht er mit ihnen? Im Gegensatz zu bösartigen Computerwürmern, die Schaden anrichten wollen, gibt es auch Technologien, die uns positiv voranbringen. Zum Beispiel? Wenn es darum geht, nachhaltig und effizient unterwegs zu sein, sind E-Bikes eine hervorragende Wahl. Okay, die Überlandung habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja. Sie sind grün, man verbringt Zeit an der frischen Luft und bewegt sich körperlich. Na gut. Upway bietet refurbished E-Bikes an. Das sind gebrauchte Elektrofahrräder, die von Spezialisten gründlich geprüft und aufbereitet wurden. Dadurch wird die Qualität der Räder gesichert und du kannst gleichzeitig mächtig sparen. Mit dem Code SIMPLY150 sogar noch mehr. Wir haben selbst ein E-Bike bei Upway gekauft und sind super zufrieden. Das Bike wird bereits montiert zu dir geliefert und deine erste Radtour kann direkt losgehen. Ich will auch ein Fahrrad haben und in Amsterdam wohnen. Falls du dir bei der Wahl des Modells noch unsicher bist, kann dir der Upway E-Bike Finder helfen. Du musst nur ein paar Fragen beantworten und bekommst einen individuellen Vorschlag. Du kannst das Fahrrad 14 Tage lang Probe fahren und erhältst eine Einjahresgarantie. Toll! Scan jetzt den QR-Code oder geh direkt auf simply.deals/upway94 und spar 150 Euro beim Kauf deines E-Bikes. Okay. Sobald Stuxnet es auf ein System geschafft hat, installiert der Wurm zunächst ein sogenanntes Rootkit. Rootkits bestehen aus verschiedenen Tools, die dabei helfen, verdächtige Prozesse und Aktivitäten zu verstecken. So bleibt die jeweilige Schadsoftware unentdeckt. Stuxnets Rootkit ist Kernel-Level. Das heißt, es kann den jeweiligen Computer damit unentdeckt komplett kontrollieren und die grundlegende Funktionsweise des Betriebssystems ändern. Oh nein, Stuxnet macht die ganze Zeit, dass ich komische Pornos gucke auf meinem Handy. Ich will das gar nicht, das macht Stuxnet. Oh Gott. Der Wurm infiziert Windows-Systeme und nutzt dabei sogar legitime digitale Zertifikate. Mit digitalen Zertifikaten kennzeichnen Softwarehersteller ihre Programme als vertrauenswürdige Produkte. Mit ihren Zertifikaten können die Angreifer verhindern, dass sie von Antivirusprogrammen entdeckt werden. Das ist krass. In dem Forum, in dem Ulassen seinen Fund gepostet hat, ist auch ein Deutscher unterwegs. Der Malware-Experte Frank Boldewin. Er versucht herauszufinden, worauf... Der sieht aus wie ein deutscher Computerspezialist mit diesem Hut. ...auf der Wurm es abgesehen. Weiß jemand, was von dem PC her essbar ist? Meistens die Grafikkarten und die RAM-Riegel. Das ist RAM-Riegel, also wie so Schokoladenriegel. Denkt mal drüber nach. ...haben könnte. Und ihm fällt als erster etwas äußerst Merkwürdiges auf. Stuxnet wird nur auf Systemen aktiv, auf denen eine Software namens Siemens Step 7 installiert ist. Sonst macht der Wurm einfach nichts, außer sich weiter zu verbreiten. Die Siemens-Software ist Teil eines industriellen Steuerungssystems. Es wurde für die Arbeit mit sogenannten PLCs entwickelt. Das sind solche Geräte, die in der Industrie eingesetzt werden, um Maschinen und insbesondere die Geschwindigkeit von Motoren zu steuern. Das heißt, es ist ein Industrievirus. Es wird immer seltsamer. Cyber-Experten durchleuchten Stuxnet weiter. Sie finden heraus, dass die Malware... Ich habe eine Siemens Waschmaschine, habe ich jetzt auch ein Virus. Ja, ich würde in die Waschmaschine vorsorglich reinpissen, damit sie desinfiziert wird von innen. ...schon seit Juni 2009 aktiv ist. Der Wurm ist bereits ein Jahr lang durch Computer gekrochen, bevor man ihn bemerkt hat. Außerdem gab es offenbar drei Angriffswellen.
Nach der ersten im Juni 2009 folgten im März und April 2010 weitere. Für diese Ceronic HD hat mich heute in der Innenstadt mit brennenden Bionicles beworfen. Bruder, wie kommt man auf sowas? Also woher? Ach. Angriffe wurde der Code leicht abgeändert. Wahrscheinlich, um die Malware noch aggressiver zu machen. Da muss ein immenser Ressourcenansatz dahinter stecken. Ja, das machen sie nicht, um eine Frittenbude anzugreifen. Also das Ziel muss sich dann schon irgendwie lohnen. Wir haben bei meinem Dönergrill den MacBook gehackt. Jetzt laufen da die ganze Zeit komische Serien. Ist IT-Experte Ralf Langner. Langner wird damals klar, Stuxnet hat eigentlich nicht jeden Computer mit dieser speziellen Siemens-Software zum Ziel. Der Wurm soll in einem ganz bestimmten Land angreifen und ist haargenau auf sein Ziel abgestimmt. Wenn man sich die industrielle Infrastruktur in Iran anschaut, dann stellt man schnell fest, da gibt es nicht so viel, was jetzt ein lohnenswertes Ziel wäre für so eine komplexe Cyberwaffe. Und das bedeutet, damit war sehr schnell das iranische Nuklearprogramm das wahrscheinlichste Ziel. Crazy. Stuxnet ist Crazy. Die erste bekannt gewordene Cyberwaffe. Krass. 2002 deckt eine iranische Widerstandsgruppe zwei der Welt bis dahin unbekannte iranische Nuklearanlagen auf. Eine Schwerwasseranlage in Arak und diese Urananreicherungsanlage in Natanz. Wozu braucht das Land plötzlich so viel Uran? Energiegewinnung. Der Iran will sicherlich damit nur Energie gewinnen und nicht andere Sachen machen, oder? Oh. 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 Im Westen wächst die Sorge, dass der Iran Nuklearwaffen entwickeln könnte. Mit dem Atomwaffensperrvertrag von 1968 hat sich die internationale Gemeinschaft eigentlich das Ziel gesetzt, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und Abrüstung zu fördern. Der Iran scheint diesen Vertrag bewusst zu brechen. Das Land hätte der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, von den Anlagen erzählen müssen. Hat es aber nicht. Die Behörde überwacht internationale Atomaktivitäten, um die Herstellung von Atomwaffen zu verhindern. Haben vergessen, nach dem Bekanntwerden von Natanz schickt die IAEA im Jahr 2003 ein Team in den Iran. Das Land beschwichtigt derweil. Das angereicherte Uran sei nur für friedliche Zwecke, für Atomkraftwerke. Es hätte keinerlei Interesse an der Entwicklung von Atomwaffen. In der Natanz-Anlage angekommen, nimmt das IAEA-Team einige Umweltproben. In denen findet sich hochgradig angereichertes Uran. Ja, für hochgradig viel Energie, weil die sehr viel Energie brauchen. Oh oh. Die IAEA kontrolliert daraufhin regelmäßig die Nuklearanlage. Der UN-Sicherheitsrat verhängt Wirtschaftssanktionen und es folgen Jahre angespannter Verhandlungen. Vor allem Israel und den USA ist Irans Atomaktivität ein Dorn im Auge. Das einst freundschaftliche Verhältnis zwischen den Amerikanern und dem Iran ist seit der Islamischen Revolution in den 70ern zerstört. Jetzt stehen sich die beiden Länder feindlich gegenüber. Der Iran ist der selbsterklärte Nemesis Israels und finanziert zahlreiche anti-israelische Terrororganisationen. Crazy. Entsprechend wollen Crazy. Die Staaten und Israel Irans potenziellen Aufstieg zur Atommacht mit allen Mitteln verhindern. Dennis, Dankeschön, Couscous. Im Jahr 2006 wird dem damaligen Präsidenten George W. Bush ein streng geheimer Plan präsentiert. Es gäbe eine Möglichkeit, das iranische Atomprogramm gezielt zu sabotieren. Die Amerikaner daraufhin also. Beginnen die Aha. USA zusammen mit israelischen Cyber-Experten mit der Entwicklung einer digitalen Waffe. Nach Bush führt Barack Obama das Projekt weiter. Die Operation Olympic Games startet. Okay. Kurzer Hinweis, der folgende Teil der Geschichte beruht auf diesem Artikel des niederländischen Investigativjournalisten Haup Modderkalk. Die Geschehnisse lassen sich nicht ohne weiteres unabhängig bestätigen, decken sich aber mit früheren Recherchen anderer Journalisten. Es ist 2007. Die CIA macht bedeutende Fortschritte bei Operation Olympic Games. Doch sie haben ein Problem. Hab ich geschrieben, ist sie crazy. Können keinen eigenen Agenten in die Hochsicherheitsatomanlage in Natanz bringen. Also involvieren sie einen anderen Geheimdienst. Den niederländischen. Der niederländische? Bei einem Treffen zwischen dem der niederländische verfickte Geheimdienst? Was haben die Holländer damit zu tun? CIA-Direktor und der MIVD-Spitze wird die geheime Operation besprochen. Der Niederländer Erik van Sabben lebt in Dubai und arbeitet dort als Ingenieur für ein Transportunternehmen. Außerdem arbeitet er für den niederländischen Geheimdienst. Das ist krass. Und jetzt erhält er einen Auftrag. Den wohl letzten seines Lebens. Wieso? Erik van Sabben soll in Natanz Wasserpumpen installieren.
CIA-Direktor sagt, dass sie eine technische Meisterleistung beinhalten. Also besucht der niederländische Ingenieur noch im selben Jahr die Atomanlage. Wie er dort genau hereinkommt, bleibt ein Rätsel. Aber er erfüllt seinen Auftrag. Ob er es letztendlich weiß oder nicht, er schleust eine mächtige Cyberwaffe in die vom Internet abgetrennte unterirdische Anlage. 2 Jahre später verunglückt er tödlich bei einem Motorradunfall in Dubai. Das ist ein bisschen sus, oder? Es gab keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Okay. RIP, my man. In den Systemen von Natanz wird Stuxnet aktiv. Doch der Wurm ist wohl noch nicht effektiv genug. Also entwickeln die Amerikaner neue Versionen von Stuxnet. Die können sich schneller von System zu... Aber wie können die dann upgraden, also wenn sie da nicht reinkommen? ...System weiter verbreiten und noch mehr Schaden anrichten. Um sie dieses Mal in Natanz einzuschleusen, attackieren die USA 5 iranische Unternehmen. Krass. Alle sind im Bereich der industriellen Steuerungssysteme tätig. Eines von ihnen stellt Zentrifugen zur Urananreicherung her. Über diese Unternehmen finden die neuen Stuxnet-Versionen ihren Weg nach Natanz hinein. Wochenlang zeichnet die Malware im Inneren der Anlage erstmal den normalen Betrieb auf. Krass. Als der Wurm seinen eigentlichen Angriff startet, sendet er dann einfach Signale an den Kontrollraum. Die zeigen an, dass alles normal funktioniere. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Stuxnet übernimmt die volle Kontrolle über die Zentrifugen. Genauer gesagt über die Frequenzumrichter. Die steuern die Geschwindigkeit der Motoren. Das ist so gruselig. Stuxnet ändert die Drehzahlen der Zentrifugen. Normalerweise arbeiten die Frequenzumrichter mit einer Frequenz von 807 bis 1207 Hertz. Doch Stuxnet setzt die Frequenz zuerst hoch auf 1410 Hertz, dann komplett runter auf fast Stillstand und dann auf 1064 Hertz. Und dann beginnt es wieder von vorne. Auf Dauer führt das ständige Beschleunigen und Bremsen zu einem extrem hohen Verschleiß. Durch Stuxnet sollen insgesamt mindestens 1000 Zentrifugen in Natanz vorübergehend lahmgelegt worden sein. Krass, Alter, krass. Wie smart aber auch, weil sie haben es halt nicht so gemacht, dass das Ding in die Luft geht einfach, ne? Das iranische Atomprogramm wurde durch die Malware wohl um bis zu 2 Jahre zurückgeworfen. Krass. Es gibt auch Experten, die das bezweifeln. Krass. Sie gehen davon aus, dass sich Irans Atomprogramm relativ schnell von dem Angriff erholen konnte. Ziel war eigentlich, dieses ganze Programm zu verlangsamen, um Zeit zu gewinnen. Nicht es jetzt zu versuchen, mit einem Schlag kaputt zu hauen, weil das wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegangen, sondern einfach Sand ins Getriebe zu werfen. Das ist meine Interpretation. Crazy. Eigentlich sollte Stuxnet nie aus der iranischen Atomanlage ausbrechen. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Grund dafür war wohl ein Fehler im Code. Der Computer eines Ingenieurs in Natanz wurde anscheinend mit Stuxnet infiziert. Als sein PC sich dann in der Außenwelt mit dem Internet verbunden hat, hat der Wurm diesen Umgebungswechsel nicht erkannt und sich auf der ganzen Welt verbreitet. Oh, Herr, diese weltweite Verbreitung hat es unmöglich gemacht, den Einsatz der Cyberwaffe geheim zu halten. Experten vermuteten im Angesicht des Aufwands damals schnell einen staatlichen Akteur. Wahrscheinlich die USA. Leaks haben diese Vermutungen mit der Zeit untermauert. Ein US-General soll vertrauliche Details an die New York Times weitergegeben haben. Die USA und Israel haben ihre Rolle bei der Entwicklung und dem Einsatz von Stuxnet nie offiziell bestätigt. Würde mich auch wundern. Stuxnet war die erste digitale Waffe, die zur physischen Zerstörung einer Industrieanlage geführt krass, hat. Ne? Krass, dass sowas geht. Das gab es in dieser Form noch nie. Krank gutes Video von Simplicissimus, man muss jetzt überlegen, das ist das, was Surface-Level bekannt ist. Und das ist irgendwie viral gegangen, das haben Leute gesehen, das haben Leute mitbekommen über diesen Virus, über diesen Wurm. Wie viele Sachen passieren so unter dem Radar, von dem man gar nichts mitbekommt, das ist verrückt. Und bis heute hat sich ein so massiver Angriff auch nicht mehr wiederholt. Vielleicht weil solche Attacken viel Zeit und Ressourcen brauchen und es gleichzeitig kaum möglich ist, langfristige Schäden zu verursachen. 2021 kam es mutmaßlich zu einem weiteren Cyberangriff auf Irans Atomanlagen, wahrscheinlich durch Israel. Aber auch der konnte Irans Atomaktivitäten nicht langfristig verhindern. Laut einer aktuellen Einschätzung des US-Außenministers steht das Land jetzt kurz davor, genügend Material für den Bau einer Atomwaffe zu haben. Ob das Land nun wirklich eine Atomwaffe bauen wird, ist weiterhin unklar. Der neu gewählte iranische Präsident beteuert wie eh und je, dass das Land kein Interesse daran habe. Ja gut, dann weiß ich aber nicht, ob das jetzt auch so stimmt, weil, naja, so ist halt der Iran.